Grüß euch, ich bin der Alexander Weigel, bin Bäcker mit Leib und Seele in der Interspar-Bäckerei in Kottingbrunn. Und ich möchte euch heute meinen Bäckerliebling, den Stornalab, vorstellen. Der Teig besteht aus Roggenmehl, Dinkelmehl und Weizenmehl mit einer Prise von Kümmel, Koriander und Fenchel. Wir haben den Teig ganz lange langsam geknetet, haben den Teig jetzt 10 Minuten bis Viertelstunde Teigruhe gegeben und jetzt wiegen wir ihn aus. Wir wiegen das Ganze aus auf 3500. Wir haben einen Gärverlust und einen Backverlust. Dieses Rundwirken ist ganz wichtig, damit man einen Kern bekommt und das Brot einen gewissen Körper. Wenn man das hat, kann man kurz entspannen lassen. Nach dem Rundwirken wird er eingeschlagen und dann ausgelängert. Das macht man auf 2 Schritte, damit der Teig immer ein bisschen Zeit zum Entspannen hat. Und wenn er die richtige Länge hat, dann kriegt er die typische Stornalabform für einen Knopf. Man schlägt die eine drüber und die andere sägt man durch die Öffnung hinein. Ja, nach dem aufs Blech wegsetzen kommt das Ganze in den Gärschrank. Ein Tipp für zu Hause: Wer einen Kombidämpfer hat, kann den als Gärschrank benutzen. Der keinen hat, mit einem feuchten Tuch abdecken, dann kann der Teig sich entwickeln. Ja, nach dem Gärschrank haben wir ein deutlich größeres Volumen. Bekommen wir noch einmal ein bisschen Mehl auf die Oberfläche. Wir backen das Brot 240 Grad Einschusstemperatur, fallend auf 180, circa 60 bis 70 Minuten. Und ein Tipp für die Bäcker zu Hause: Die letzten 10 Minuten noch einen Kochlöffel in das Rohr hineinstecken, damit die Ofentüre offen bleibt. Dann kann die Feuchtigkeit entweichen und die Knusprigkeit der Kruste wird noch viel intensiver. Den Bäckerliebling kann man als Ganzer kaufen in der Filiale oder man schneidet ihn zu Hause selber auf. Am besten das Brot ein bisschen aufstellen und mit einem scharfen Messer das Brot einmal teilen. Wenn man schaut, eine super lockere Krumme, eine super schöne Kruste. Das Brot hält frisch und mir schmeckt es am besten zu einer guten, schmackigen Suppe oder zu einer deftigen Jause. Und mehr Tipps findet ihr unter interspar.at/bäckerliebling.